Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video, zum ersten Hardware-Video, zum Ultra Storm. Na, wartet mal, seht ihr das? P840. Hardware gucken wir uns jetzt gleich an. Ich habe im Unboxing nur gesagt, ich habe jetzt hier auf dem, in dem Katalog, der mit bei ist, so eine Liste gefunden, was hier unterstützt wird. Jetzt müssen wir mal gucken. Julia, Romeo, Edition 8, Carbon Edition 8. Achso, hier stehen nur die Editions. Ach, hier steht es Performance 840. Dynamisch geschlossen. 10 bis 25.000 Hertz. Driver PT. 32 Ohm, 40 mm Durchmesser, achso, das ist von den Lautsprechern 40 mm, SPL 96 dB, Adapter ist bei dem ein Schraubanschluss mit bei, das ist beim 40, 60 und 80, beim 20 ist kein Schraubanschluss dran. Den Schraubanschluss gucken wir uns dann gleich an. Dann wiegt es 274 Gramm. S-Logic Basic haben wir keinen Haken. S-Logic Plus haben wir natürlich einen Haken. S-Logic EX ist kein Haken. Ultra-Technologie ist ein Haken. Nee, ULE-Technologie. Mikrofon, was? Mikrofaserputztuch ist bei mir kein Haken mit bei. Ist auch beim 20, 60 und 80 nicht mit bei. Transportbox ist bei mir mit bei. Ist auch bei allen anderen mit bei. Abnehmbares Kabelstück ist bei mir mit bei. Und dann steht da nochmal der Name. So, wie gesagt, ich werde euch die natürlich unten in die Videobeschreibung verlinken. Jetzt gucken wir uns erstmal den Kabel an, der hier mit bei ist. Womit wir das dann natürlich mit dem PC verbinden werden. Wir haben einmal dann natürlich so einen kleinen, hoppala, so einen kleinen Kabel mit bei. So, da ist dann so ein kleiner Klinkenanschluss. Und hier ist so ein, seht ihr das? Ein 2,5 mm Klinkenanschluss ist das. Und dann haben wir hier, warte, ich muss mal gucken, wo es abgeht hier. Haben wir hier nur so einen Knopf für Play und Pause. So, das ist das ganze Kabel, auch schön lang. Und das kommt dann oben rein, der 2,5 mm Klinke. Und hier haben wir dann so einen silbernen Button für Play und Pause. Auch schön silber gehalten. So, dann haben wir hier den längeren Kabel, den müssen wir sowieso auspacken, weil der kommt ja dann an den PC ran. So, müssen wir hier noch abmachen. Alle Anschlüsse sind vergoldet, was ich natürlich echt toll finde wegen Qualität und Soundqualität. Und ihr seht, es ist wirklich ellenlang. Und da haben wir dann hier praktisch auch wieder ein 2,5 mm Klinkenkabel, der in das Headset reinkommt. So, und hier für den PC.
Jetzt sagen viele, der ist ja viel zu dick für meinen PC. Da kann man das hier oben abschrauben. Und dann ist es ein ganz normaler 3,5 mm Klinkenkabel. So, jetzt werden wir das hier natürlich mal hier unten anstöpseln. Dafür müssen wir dann einfach nur hier den Kabel reinstecken. Und dann rastet er, merkt man das schon, wenn es nicht gleich geht, müsst ihr so ein bisschen, wartet mal, ich zeige euch das, müsst ihr so ein bisschen dran wackeln, bis es dann einrastet. So, und dann könnt ihr das einmal so im Halbkreis drehen und dann ist es fest. Dann fällt der auch nicht raus, der ist dann richtig fest drinne. Wir haben in der Mitte, steht hier auch rechts und links, logischerweise. Wir können die Schalen hier einmal komplett drehen. Macht sich dann halt gut, wenn man das dann halt so um den Hals trägt. Ja, so hier. Dann sind die halt so flach. So. Ah. Mal zumachen. Hier oben haben wir schön gepolstert. Hier ist... Also mal gucken, wie sich das denn im Nachhinein ist, ob das zu dick oder zu dünn gepolstert ist. Das werden wir uns gleich angucken. Das sieht aus wie Plastik, aber ich glaube eher, dass es gummiertes Metall ist hier, das hier oben. Und hier, das ist komplett Metall. Und auch hier, der Verstellmechanismus ist alles Metall. Und auch hier glaube ich nicht, dass das Plastik ist, obwohl es eine Plastikoptik hat. Ich glaube eher, dass das so ein bisschen, dass es zwar Metall ist, naja doch, könnte Plastik sein. Weiß ich nicht. Und dann haben wir dann praktisch, so ist es gerade, und dann können wir aber den Kopfhörer, seht ihr das? Also ein bisschen neigen und so sowieso. Und dann haben wir dann hier noch so eine schöne Silberleiste. Hier schön Leder, auf beiden Seiten natürlich. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der Tragekomfort ist, weil die sehen ja etwas eng aus. Seht ihr das? Sehen ein bisschen eng aus. Ja, werden wir gleich mal sehen. Machen wir gleich auf die oberste Stufe. Ach so, rechts ist hier. Nö, sind es nicht. Da kann ich so ja noch nach. So, wo ist denn das jetzt hier? Der erste Eindruck hat getäuscht. So. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Nochmal. Einmal. Es sitzt schön drauf. Macht auch mit der Brille. Hier, seht ihr das? Nicht wirklich Probleme. Auch hier oben ist es angenehm, wo ich erst gedacht habe, könnte vielleicht ein bisschen zu wenig gepolstert sein. Auch das ist sehr angenehm. Es sitzt wirklich richtig schön dicht drauf. Also ich höre mich, wenn ich mich jetzt so selber höre, ich so sehr nasal an, weil der wie abgeschirmt ist. So, müssen wir nachher dann noch den Klangtest machen. Aber so von der Verarbeitung finde ich es echt geil. Und hier steht auch natürlich dran, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja. Die Stufen. Und da steht es natürlich auch dran. Aber ich dachte natürlich mehr. Da bin ich bei 3. Da bin ich bei 4. Dann machen wir das einfach mal hier bei 4. Und das auch bei 4. Und gucken wir mal, wie es jetzt trägt. Ja. Ist sehr angenehm zu tragen. Und wenn ich jetzt so biege, um mit aufzusetzen, muss ich sagen, positiv fällt mir da auf, dass es nicht dieses Knacken von Plastik macht. Ich habe bei den Plastik-Headsets bis jetzt immer, wenn ich es mir aufgesetzt habe, so ein gehört. Und da kriegt man schon Angst um sein eigenes Headset, weil wie soll man das sonst aufsetzen? Man muss ja so drüber über dem Kopf. Und das ist hier definitiv nicht. Aber hier oben ist auch Metall, das habe ich gar nicht gesehen. Da steht auch Ultrason drauf. Also denke ich mal, dass das ganze Headset aus, also der Bügel und alles aus Metall besteht und hier nur gummiertes Plastik drüber gesetzt wurde, um noch ein bisschen dicker zu kommen und um die, ja, um den Schaumstoff festzumachen. Ah, hier sehe ich zum Beispiel zwei kleine Lautsprecher, drei kleine so, ja, oder vier, wie so eine Tatze so ein bisschen ist der gemacht. Ob ihr das sehen könnt, seht ihr das? Da und da oben die kleinen Löcher. Und die sind natürlich da auch. Und
Dahinter ist noch eins. Da bin ich echt mal gespannt auf den Klang. So, dann würde ich jetzt hier auch erstmal Schluss machen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich am PC wieder. Ich muss ja auch noch das Hardware-Video für die Cam machen von Logitech, wo wir uns den mal den Vergleich angucken werden. Und dann werde ich auch gleich das machen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Also das werdet ihr dann in den nächsten Hangouts auf meinem Kopf sehen. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Irgendwo war auch am Anfang das Logo von Ultrason und hier irgendwo werden Videos auftauchen, die vielleicht auch interessant für euch sind und aktuelle Uploads und so und irgendwo auch so ein Abonnier-Button. Weil wenn euch das gefallen hat, einfach mal einen Daumen nach oben lassen, würde ich mich sehr freuen. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.